Hallihallo Freunde und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanälchen hier. Ja, jetzt habt ihr ja gemerkt, letzten Tage, da gab es mal weniger Videos. Das ist aber auch der Situation geschuldet. Ich muss ja auch noch irgendwo Geld verdienen, das heißt arbeiten. Und dementsprechend habe ich auch nicht immer Zeit, die Arbeiten, die dann auch nebenbei anstehen, immer mit der Kamera zu verfolgen. Weil ihr müsst einfach auch sehen, dass mit der Kamera, das verbraucht sehr, 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 sehr viel Zeit. Und dazu kommt noch was weiteres, was mich echt, echt nervt. So richtig nervt. Schaut mal raus hier aus dem Fenster. Regen. Es ist zum im Strahl, naja, ihr wisst schon. Und es regnet. Und es regnet in allem durch. Naja. Was machen wir denn jetzt heute? Ich habe ein mini kleines Projekt. Das möchte ich heute trotzdem erledigen, damit überhaupt irgendwas erledigt wird. Was gewackelt in die Kamera so heute? Hoffentlich wird euch da draußen nicht schlecht. Vom Zugucken. Auf jeden Fall. Was wollen wir heute für ein Projekt machen? Ich fahre jetzt gerade in Richtung Baumarkt, denn wir haben sicherlich irgendwo zwischendrin eine kleine Regenpause. Und ich habe es ja im Titel schon gesehen, wir machen heute ein Mini-Hochbeet. Das heißt, ihr habt in einigen meiner Videos schon gesehen, da gibt es eine Fläche, wo ich manchmal sitze und da liegt so viel Krempel rum. So unordentlich. Keine Sorge, das ist nicht mein Krempel, sondern das gehört dem Pächter von diesem kleinen Stück. Denn die ganze Wiese im Großen, die habe ich zwar gepachtet, aber es gibt halt noch diese kleine Parzelle, die ich mit nutze, aber die eben noch einem anderen Pächter gehört. Es ist leider so, das Zeug liegt da halt kunterbunt rum noch. Und ja, ich werde es jetzt teilweise mit nutzen. In meiner Streuobstwiese sind übrigens nicht nur die Schnecken ein Problem. Nicht nur die Schnecken. Und zwar auch Paul und Paula. Tja. Und wer ist Paul und Paula? Werde ich euch jetzt fragen. Paul und Paula sind mindestens zwei Rehe, die ich in der Streuobstwiese habe. Und denen schmeckt das junge Gemüse nämlich auch, wie ich festgestellt hatte. Ich habe nämlich jetzt nochmal was nachgesät ein bisschen. Das hat auch die Köpfchen rausgestreckt. Und durch einen Zufall sehe ich, wie Paula, also das Reh, Paul ist der kleine Rehbock, so habe ich sie einfach mal genannt, und Paula, das kleine Reh, sich dann an diesem jungen Gemüse ja, gütlich tut und sich das einverleibt. Es muss ein Gewächshaus her, mindestens ein Gewächshaus, vielleicht sogar zwei. Ich weiß allerdings noch nicht, wie und wie man das bewerkstelligt. Da muss ich mich noch reinfuchsen. Ich habe da ja in meiner Bienenbär-Wishlist, das findet ihr unten in den Kommentaren, dort habe ich ja so einfache Foliengewächshäuser drin. Die sind von der Qualität sicher nicht so das Gelbe vom Ei. Ich hatte schon mal so eins, das war relativ zügig kaputt. Aber auf der anderen Seite ist es so, zwei, drei, vier Jahre halten sie eventuell auch. Und man ist in einem Gewächshaus, man hat wenigstens was Geschütztes da drin. Ein paar Regale dazu, so kannst du dann auch auf Etagen was ziehen. Wie gesagt, ich habe das schon mal gemacht früher. Ich muss mich da jetzt wieder rantasten und ranarbeiten. Ja, jeder Euro zählt, kann man nicht anders sagen. Was mich an diesem Mistwetter wirklich stört, ich komme nicht vernünftig an die Bienen ran. Also an die Bienen komme ich schon ran, aber ich kann nicht vernünftig mit den Bienen arbeiten. Weil diese Segelberger Beuten, die musst du halt von oben öffnen. Und ich habe da kein Dach drüber, meine Bienen stehen ja frei. Dementsprechend, also die meisten stehen frei. Und dementsprechend kannst du da nicht vernünftig arbeiten. Das ist eine Sache, die mich massiv stört. Und ihr habt ja schon den Sascha kennengelernt im letzten Video.
Und Sascha und ich, wir grübeln im Augenblick über ein paar Ideen, wie wir da was bauen können. Wir haben da auch schon etwas zusammengesammelt. Da werden wir mit Sicherheit in Kürze in einem Video nochmal drauf eingehen und euch einen Vorschlag zeigen. Und zwar geht es genau darum, dass man die Bienen eben auch im Bereich des Regens oder der Schlechtwetterphasen, dass man mit den Bienen was machen kann und da nicht so auf Witterungseinflüsse angewiesen ist. Aber das klären wir dann nochmal in einem extra Video. Aber jetzt düse ich erstmal in einem Baumarkt vorbei und werden wenigstens ein bisschen Material besorgen für das heutige Mini-Hochbeet. Und dazu sehen wir uns in der Streuobstwiese gleich wieder, wenn der Wettergott uns gnädig ist. Bis gleich. Oh Leute, das kann nicht sein, echt. Schaut euch diese Scheiße an. Da. Regen, Regen, Regen. Und der Mist hört nicht auf, ey. Wisst ihr was? Augen zu und durch. Jacke an. Kapuze auf. Ich mache jetzt einfach irgendwas. Im Regen bin ich zwar klitschnass, aber ich zeige euch dann nachher, was ich gemacht habe. Ist das ein Kompromiss? Ja? Okay, bis gleich. So Leute, ich bin inzwischen klatschnass, aber hier ist noch so ein alter Unterstand, da stehe ich gerade drunter. Und dann habe ich mir gedacht, bleibe ich mal einen Augenblick stehen und genieße die Ruhe. Und vielleicht regnet es gleich noch ein bisschen weniger. Aber mit der Ruhe ist es ja auch nicht so doll. Und ich habe festgestellt, hier hat sich jemand eingenistet. Auch nicht schlecht. Und die Damen hatten mich gerade eben auch schon umzingelt, weil ich denen nämlich etwas zu nahe gekommen bin, was ich nicht wusste. Also, schauen wir mal, ob ihr das sehen könnt. Wenn ich jetzt diese, na, ihr könnt es wahrscheinlich gerade nicht sehen. Ihr werdet es wahrscheinlich gerade nicht sehen können, aber die Wespen haben sich diese Sitzunterlage hier gekrallt und haben, also die Sitzunterlage ist ja so gefaltet und haben in dieser Faltung haben die ein nicht ganz so kleines Nest gebaut. Also gar nicht so oben irgendwo hin und dann mit einer Kugel, sondern sie bauen wirklich zwischen diesen Sitzflächen. Also derjenige, der meint, er müsste sich hier eine Sitzfläche mal wegholen, der wird sein blaues Wunder erleben. Naja, und bei den ganzen Spinnern, die hier manchmal durch die Streuobstwiese laufen und mir irgendwas klauen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz an, was ich da gemacht habe. Es hilft nichts. Es regnet. Ich muss das jetzt mit euch kurz durchziehen und ich hoffe, die Kamera hält das aus. So, gehen wir einmal hier lang. Das hier ist also dieser alte Schrank, der hier so rumliegt. Und dieser alte Schrank, den haben leider die Pächter mit Asche und allen möglichen Kram gefüllt, sodass ich den überhaupt nicht mehr wegbewegen kann. Ich muss alles alleine machen hier, das wisst ihr ja. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich doch mal eben ein Mini-Hochbeet von. Ja, ein ganz kleines Mini-Hochbeet. Da könnt ihr das noch mal sehen. Jetzt hat die Erde heute nicht mehr ausgereicht, aber ihr könnt jetzt erstmal schon mal sehen, worum es mir bei der ganzen Geschichte geht. Das heißt, ich habe jetzt hier links und rechts habe ich noch mal Füllmaterial reingemacht, also Äste jeglicher Art, das könnt ihr da drüben sehen, um das einfach noch mal eine Drainage zu verpassen. Dann seht ihr hier, habe ich noch zwei Petersilie übrig gehabt, die habe ich hier mit angesetzt. Und hier, da drüben habe ich mal schon mal eine erste Reihe Buschbohnen eingepflanzt. Naja, und was in der Mitte hinkommt,
Das brauche ich euch ja nicht mehr zu erzählen. Ich glaube, das wisst ihr bereits alle. Da kommen meine tapferen Kämpfer für die Kohlrabi-Challenge natürlich hin. Links und rechts, da habe ich noch einen interessanten Tipp bekommen von einer guten Freundin von mir. Das gibt nämlich sogenannte Anti-Schneckenpflanzen oder so, auch sogar Pakete. Und da sucht sie mir gerade was raus. Das ist natürlich natürliche Abwehr, die ich gerade bei meinen Wettkampf-Kohlrabis sehr gerne habe. So, Leute, Streuobstwiese bei Regen. Das Schöne ist, du bist hier völlig alleine, aber auch total nass. In dem Sinne, guckt euch das an, ich bin durch mit dem Thema. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Morgen gibt es wieder Frag den Bär. Das kann ich nämlich auch im Trockenen drehen. Also wenn noch irgendwer eine Frage hat, ich drehe Frag den Bär erst morgen. Also ran an den Braten. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich gehe mich jetzt duschen und trockenlegen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.